5.30 Uhr in der Früh. In der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico explodiert eine Bombe. Doch es handelt sich nicht um eine normale Bombenexplosion. Es war das erste Mal, dass eine Atombombe getestet wurde. Dieser Atomtest wurde Trinity genannt und das Projekt wurde geleitet von dem Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer war schockiert über die Bombenexplosion. Er hatte erwartet, dass die Größe der Explosion etwa 0,3 Kilotonnen TNT entsprechen würde. In Wirklichkeit war diese Explosion jedoch 50 Mal gefährlicher. Die Explosion setzte so viel Hitze frei, dass ein Stahlturm verdampfte. Die Druckwelle war aus einer Entfernung von 160 Kilometern zu spüren. Die aufsteigende Atomwolke erreichte eine Höhe von bis zu 12 Kilometern. Beim Anblick all dessen war Oppenheimer so schockiert, dass er einen Vers aus der Bhagavad Gita, einer der wichtigsten heiligen Schriften des Hinduismus, zitierte. Ich bin jetzt zum Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Now I am become death, the destroyer of worlds. Wer war Oppenheimer und was ist seine Geschichte? Wie hat er die Atombombe entwickelt? War Oppenheimer eine Art Held oder ein schlechter Mensch? Und wie fühlte er sich, als Millionen von Menschen durch seine Schöpfung ihr Leben verloren? Das finden wir in dem heutigen Video heraus. Julius Robert Oppenheimer wird als Vater der Atombombe bezeichnet. Er war Leiter des Manhattan-Projekts, das die ersten Atomwaffen schuf. Beginnen wir diese Geschichte mit seiner Kindheit. Er wurde im Jahre 1904 in eine deutsch-jüdische Familie in New York City hineingeboren. Und er galt seit seiner Kindheit als Wunderkind. Er studierte bereits im Alter von nur 10 Jahren höhere Physik und Chemie. Und er wusste sehr viel über Mineralogie. Das ist die Lehre, die sich mit den Eigenschaften von Mineralien beschäftigt. Er wusste so viel, dass er im Alter von 12 Jahren eingeladen wurde, einen Vortrag im New York Mineralogical Club zu halten. Später, im Jahr 1922, als er zum Studieren nach Harvard ging, schloss er seinen vierjährigen Abschluss in nur 3 Jahren ab. Er war Klassenbester. Er spezialisierte sich auf Chemie und war in vielen Fächern bewandert. Physik, Philosophie, Literatur und sogar östliche Religionen. Aber in Harvard erkannte er, dass unter all diesen Fächern seine wahre Leidenschaft die Physik war. Später, im Jahr 1927, im Alter von 23 Jahren, machte er seinen Doktortitel. Aber hinter diesem Genie verbarg sich auch eine dunkle Seite. Seine Freunde sagten, dass Oppenheimer selbstzerstörerische Tendenzen hatte. Er war Kettenraucher und litt unter Depressionen. Eines Tages sagte er zu seinem Bruder, ich brauche die Physik mehr als Freunde. Er konzentrierte sich nur auf sein Studium und nahm kaum wahr, was in der Welt um ihn herum geschah. Bis Anfang der 1930er Jahre, als Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kam. Er wurde nach und nach politisch interessierter. Wegen Hitler flohen viele Wissenschaftler von Deutschland nach Amerika. Unter ihnen waren viele große Namen, wie Albert Einstein, John von Neumann, der die modernen Computer begründete, Leo Szilard, der in unserer Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird, Hans Bethe, der die Fusion in Sternen entdeckte, Edward Teller, der als Vater der Wasserstoffbombe bezeichnet wird, und Enrico Fermi, der in unserer Geschichte eine weitere wichtige Rolle spielen wird. Viele dieser Wissenschaftler waren deutsch-jüdischer Herkunft und weil Oppenheimer selbst aus einer deutsch-jüdischen Familie stammte, begann er sich für Politik zu interessieren, als er auf die Gräueltaten an den Juden aufmerksam wurde. Dies ist sein Zitat aus dem Jahr 1936. Ich begann zu verstehen, wie tiefgreifend politische und wirtschaftliche Ereignisse das Leben der Menschen beeinflussen. Ich fühlte das Bedürfnis, an dieser Gemeinschaft teilzunehmen. Beeinflusst von der linken Ideologie besuchte er viele politische Veranstaltungen und spendete Geld für viele Gewerkschaften und streikende Landarbeiter. Im September 1939 überfiel Hitler Polen, was den Beginn des Zweiten Weltkriegs bedeutete. Zunächst war Amerika nicht daran interessiert, sich in diesen Krieg einzumischen. Trotzdem bereiteten sich die USA auf das Schlimmste vor. Tatsächlich passierte Folgendes. Einen Monat vor Kriegsbeginn, im August 1939, schrieben Albert Einstein und Leo Szilard einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. In diesem Brief warnten sie den amerikanischen Präsidenten davor, dass Hitler an Atomwaffen arbeite und dass er möglicherweise in der Lage sein könnte, eine äußerst mächtige Bombe herzustellen. Deshalb sollte Amerika vorbereitet sein. Kaum hatte er diesen Brief gelesen, richtete der amerikanische Präsident einen Beratungsausschuss für Uran ein. Sofortiges Handeln. Ein Team aus Wissenschaftlern und Militärs wurde gebildet. Ihre Aufgabe war es, das Potenzial von Uran zu erforschen. Kann Uran zu einer Waffe gemacht werden? Nach den Erkenntnissen dieses Ausschusses begann die amerikanische Regierung, die Forschung von Enrico Fermi und Leo Szilard zu finanzieren.
Sie sollten erforschen, wie nukleare Kettenreaktionen funktionierten und wie man die Isotope von Uran trennen kann. Die Sache ist die, dass das natürlich vorkommende Uran auf der Erde das Isotop Uran-238 ist. Weniger als 1% des Urans ist tatsächlich ein U-235-Isotop. Und nur dieses U-235-Isotop kann zur Herstellung der Bombe verwendet werden. Die erste Herausforderung für diese Wissenschaftler war es, einen Weg zu finden, Uran-235 aus Uran-238 herzustellen. Aber die Wissenschaftler, die an diesem Projekt arbeiteten, sollten Albert Einstein nichts erzählen. Denn die amerikanische Regierung fürchtete, dass Einsteins Ideologie sehr linksgerichtet war. Er hätte ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen können. Oppenheimer führte seine unabhängige Forschung zur Kernspaltung mit Edward Teller und anderen Wissenschaftlern durch. Dezember 1940. Neben dem Isotop Uran-235 wurde ein weiteres radioaktives Element entdeckt, von dem Wissenschaftler glaubten, dass es ebenfalls zur Herstellung von Kernwaffen verwendet werden konnte. Der Name dieses Elements war Plutonium. Am 11. Oktober 1945 schickte der amerikanische Präsident eine Nachricht an den britischen Premierminister Winston Churchill, mit der Aussage, dass beide Länder zusammenarbeiten sollten für die atomare Entwicklung. Nicht einmal 2 Monate später, am 7. Dezember 1941, griff Japan Pearl Harbor an und Amerika trat offiziell in den Zweiten Weltkrieg ein. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Der amerikanische Präsident Roosevelt kündigte an, dass Amerika Teil der alliierten Mächte sein würde, die gegen Deutschland und Japan kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die wissenschaftliche Mission zur Entwicklung von Kernwaffen in eine militärische Mission verwandelt. Amerika gab 2,2 Milliarden Dollar für dieses eine Projekt aus. Unter Berücksichtigung der Inflation entspricht das heute 24 Milliarden Dollar. Das amerikanische Militär hatte eine Ingenieurabteilung, die Army Corps of Engineers. Sie baute Häfen und Flugplätze für die Armee. Im Juni 1942 wurde ihre Beteiligung an der Mission vom Präsidenten Roosevelt genehmigt. Das Büro der North Atlantic Division der US Army Corps of Engineers befand sich in Manhattan, New York City. Und als sie die Verantwortung für die Herstellung von Atomwaffen bekamen, richteten sie ihren Hauptsitz im selben Gebäude im 18. Stock ein. Diese Zentrale wurde Manhattan Engineer District genannt und ab diesem Zeitpunkt begann das sogenannte Manhattan-Projekt offiziell. Am 13. August 1942. Im nächsten Monat, am 17. September, wurde Oberst Leslie Richard Groves als Leiter des Projektes ernannt. Und er traf die Entscheidung, Oppenheimer als Leiter des Designs der Atombombe zu ernennen. Ein geheimer Ort wurde entschieden, um dieses Projekt verdeckt zu halten. Oak Ridge, Tennessee. Diese Stadt wurde auch Secret City, Geheimstadt, genannt, weil hier eine ganze Stadt gebaut wurde, nur für dieses Projekt. Tausende von Wissenschaftlern, Forschern und Arbeitern wurden in diese Stadt versetzt und sie hatten nur eine Aufgabe: Uran-235 aus Uran-238 herzustellen. Die Details über die wissenschaftlichen Hintergründe der Kernspaltung werde ich in einem anderen Video erklären. Wichtig zu verstehen ist, dass Uran-238 schwer spaltbar ist und bei seiner Spaltung keine Kettenreaktion auslösen kann, um eine Bombe zu machen. Uran-235 schon, da bei seiner Spaltung durch Neutronenbeschuss mehrere Neutronen entstehen. Der Plan war, 4 verschiedene Methoden auszuprobieren, um aus U-238 U-235 herzustellen: Gasdiffusion, Zentrifuge, elektromagnetische Trennung und flüssige thermische Diffusion. Nach dem Testen dieser 4 verschiedenen Technologien zeigten sich 2 davon vielversprechend: elektromagnetische Trennung und Gasdiffusion. Bei der elektromagnetischen Trennung wird ein großer Magnet verwendet, um U-235 von U-238 zu trennen. Bei der Gasdiffusion wird Uranhexafluoridgas durch eine poröse Membran geleitet, durch die die leichteren Moleküle von U-235 problemlos hindurch diffundieren. Aber die schwereren U-238-Moleküle werden herausgefiltert. An einem anderen Ort in Washington arbeiteten Wissenschaftler zusätzlich an der Herstellung von Plutonium. Plutonium wird ebenfalls aus Uran-238 hergestellt. Wenn ein Isotop von Wasserstoff mit Uran-238 beschossen wird, entsteht daraus Plutonium. Später stellte man fest, dass Plutonium im Vergleich radioaktiver und spaltbarer ist als Uran-235. Neben diesen 2 geheimen Orten suchten sie nach einem 3. Standort. Für das Projekt Y. Ein Ort, an dem die eigentliche Arbeit von Entwurf und Herstellung dieser Bomben stattfinden würde. Damit das Projekt geheim bleiben konnte. Oppenheimer kannte genau einen solchen Ort.
Es war ein Ort, an dem Oppenheimer seine Sommer glücklich verbracht hatte, umgeben von Bergen und einer wunderschönen Landschaft, das Pecostal in New Mexico. Nachdem alle diese Projektstandorte eingerichtet waren, blieb nur noch eine wichtige Sache zu tun: die Kernspaltungskettenreaktion praktisch zu testen. Bis jetzt war alles theoretisch, deshalb brauchten sie Tests dafür, ob das ganze Konzept der Atombombe machbar war oder nicht. Wissenschaftler Enrico Fermi führte das erste erfolgreiche praktische Experiment durch. In einem Squash-Court der Universität von Chicago führte er zum ersten Mal eine nukleare Kettenreaktion durch, bei der mithilfe von Detektoren eine Neutronenaktivität festgestellt werden konnte. Das Klappern ihrer Instrumente bewies, dass sie die erste von Menschen gemachte nukleare Kettenreaktion erreicht hatten. General Groves war von Oppenheimers Fähigkeiten beeindruckt. Er wollte ihn zum Direktor des Projekts Y ernennen. Aber einige ranghohe Mitglieder des Militärs zweifelten an Oppenheimer. Genauso wie sie Misstrauen und Zweifel gegenüber Albert Einstein hegten. Viele Freunde von Oppenheimer, seine Frau und auch sein Bruder, waren alle überzeugte Kommunisten. Er selbst war von der linken Ideologie beeinflusst. Die USA fürchteten, dass diese kommunistische Ideologie gegen ihr Land gerichtet sein könnte. Aber trotz dieser Bedenken unterstützte General Groves Oppenheimer persönlich und sagte, dass dieses Projekt ohne Oppenheimer nicht möglich wäre. Dass er für dieses Projekt unverzichtbar wäre. Und deswegen wurde Oppenheimer am 20. Juli 1943 zum Leiter dieses Projekts Y gemacht. Um die Atombombe zu bauen, war Oppenheimers Expertise bei der Berechnung der kritischen Masse notwendig. Kritische Masse ist im Grunde eine Mindestmenge an Masse von Uran-235 oder Plutonium, die benötigt wird, um eine nukleare Kettenreaktion zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Die Mindestmenge an radioaktiven Elementen also, die benötigt würde, um eine Kettenreaktion und eine Bombenexplosion durchzuführen. Das scheint nicht besonders komplex zu sein, aber damals gab es viele unbekannte Faktoren. Man wusste kaum etwas über die Eigenschaften von Uran-235. Plutonium-239 wurde tatsächlich erst 1940 entdeckt. Und bis Ende 1943 konnten nur 2 Milligramm Plutonium produziert werden. Deshalb entwickelten die USA 2 Atombomben. Die erste Bombe basierte auf Uran-235. Sie wurde Little Boy genannt. Der Mechanismus dieser Bombe war im Grunde ein Konzept nach Art einer Schusswaffe. Es wurden 2 Massen von Uran-235 genommen, die unterkritisch waren. Das heißt, sie waren jeweils unter der kritischen Masse. Durch eine konventionelle Explosion wurden sie miteinander zu einer kritischen Masse vereint. Und eine Kernspaltungskettenreaktion folgte, was zu einer noch größeren Explosion führte. Die zweite Bombe war die Plutoniumbombe, die Plutonium-239 verwendete. Ihr Name war Fat Man. Sie war schwieriger zu konstruieren. Sie konnte nicht als Schusswaffe konstruiert werden, denn wenn man die Massen von 2 Plutoniumstücken kombinieren würde, würden diese zu schnell miteinander reagieren und die Spaltreaktion würde enden, bevor die kritische Masse erreicht werden konnte. Plutonium gun bomb will melt, not explode. Daher entwickelten Wissenschaftler eine neue Methode für die Plutoniumbombe. Das Prinzip war eine Verdichtung der unterkritischen Masse des Plutoniums unter dem sehr hohen Druck einer Explosion von Sprengstoff. Eine unterkritische Masse von Plutonium wurde dazu in eine hohle Kugel gelegt. Um die Kugel herum wurde eine Schicht von Sprengstoff angebracht. Wenn der Sprengstoff außen explodierte, würde das Plutonium kompakter und dichter und es würde die kritische Masse erreichen. Dieses Konzept wurde als Implosionsmethode bezeichnet. Die Wissenschaftler waren mit der Schusswaffenmethode bereits vertraut, aber dies war das erste Mal, dass die Implosionsmethode theoretisch erwähnt wurde. Oppenheimer war der Meinung, dass es notwendig war, sie zuerst einmal auszuprobieren, bevor man sie tatsächlich in die Bombe einbaute. General Groves erklärte, dass ein Test nicht möglich sei, weil man immer noch nur eine geringe Menge Plutonium produziert hatte. Aber Oppenheimer bestand darauf, dass der Test notwendig war, also musste General Groves zustimmen. Und so wurde der Trinity-Test durchgeführt, der am Anfang des Videos schon erwähnt wurde. In der Wüste von New Mexico wurde eine Testatombombe abgeworfen. Diese Testbombe wurde Gadget genannt. Sie enthielt 13 Pfund Plutonium. Die Wissenschaftler hingen Gadget mithilfe eines Stahlturms 100 Fuß in der Luft auf. Und am 16. Juli 1945 um 5.30 Uhr morgens wurde diese Bombe gezündet. Wie bereits erwähnt, war diese Bombe viel mächtiger, als Oppenheimer erwartet hatte. Der Stahlturm verdampfte vollständig. Der Sand in der Explosionsumgebung schmolz wegen der großen Hitze zu einem grünlichen Glas, das man Trinitit nannte. Nachdem er diese mächtige Explosion gesehen hatte, zitierte Oppenheimer einige Zeilen aus der Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds,
I suppose we all thought that, one way or another. Weniger als einen Monat nach dem Trinity-Test, am 6. August 1945, wurde die Little Boy-Bombe auf Hiroshima abgeworfen. Als ob das nicht genug wäre, wurde drei Tage später die Plutonium-Fatman-Bombe auf Nagasaki abgeworfen. Welche Auswirkungen hatte der Abwurf dieser Atombomben? Dies diskutieren wir lieber in einem anderen Video. Albert Einsteins angebliche erste Reaktion nach dem Hören dieser Nachricht war: Oh weh. Eine melancholische Aussage. Oppenheimer war zunächst positiv gestimmt, nachdem die Bombe ohne Komplikationen auf Hiroshima abgeworfen wurde. Er wünschte, dass diese Bombe gegen Nazi-Deutschland und Hitler eingesetzt werden könnte. Aber als die Bombe auf Nagasaki abgeworfen wurde und er das Ausmaß der Zerstörung sah, war Oppenheimer geschockt. Am 17. August ging er nach Washington, um den Kriegsminister zu treffen, um den Brief, den er geschrieben hatte, persönlich zu übergeben. Er sagte offen, dass er wollte, dass Atomwaffen verboten werden. Er bedauere seinen Beitrag zu ihrer Entwicklung sehr, bedauere die Technologie, die er den Menschen übergeben hatte. Oppenheimer hatte die erste auf Hiroshima abgeworfene Bombe als notwendiges Übel betrachtet. Aber jetzt hatte er Angst um die Zukunft. Was würden verschiedene Länder in der Zukunft mit dieser Technologie machen? Im April 1945 starb der amerikanische Präsident Roosevelt. Sein Nachfolger war Harry Truman. Zwei Monate nach dem Bombenabwurf auf Nagasaki bekam Oppenheimer die Chance, den Präsidenten Truman zu treffen. Bei seinem Treffen mit dem Präsidenten sagte er: Ich habe Blut an meinen Händen. Präsident Truman antwortete, dass das Blut nicht an Oppenheimers, sondern an seinen Händen klebte und Oppenheimer sich nicht sorgen sollte. Er befahl seiner Sekretärin, Oppenheimer aus dem Büro zu werfen und sagte, dass er sein Gesicht nie wieder sehen wolle. Oppenheimer arbeitete später mit der US Atomic Energy Commission zusammen, um weitere solcher Atomangriffe zu verhindern. Er wollte eine Kontrolle über Atomwaffen etablieren. Im Jahr 1949, als Präsident Truman die Kommission mit der Idee einer Wasserstoffbombe ansprach, war Oppenheimer strikt dagegen. Aber sein Widerstand war nutzlos, denn Amerika entwickelte später eine Wasserstoffbombe und führte sogar Tests im Jahr 1952 durch. Edward Teller war der Wissenschaftler, der bei der Herstellung dieser Wasserstoffbombe half. Und er wird heute als der Vater der Wasserstoffbombe bezeichnet. Aufgrund von Oppenheimers Widerstand und seiner linken Ideologie wurde ihm seine Arbeit weggenommen. Er verbrachte den Rest seines Lebens in der akademischen Laufbahn und hielt Vorträge auf der ganzen Welt. Obwohl er dreimal für den Nobelpreis nominiert wurde, konnte er ihn nicht einmal gewinnen. Im Jahr 1965, an Kehlkopfkrebs erkrankt, starb Oppenheimer im Alter von 62 Jahren. Was nicht überraschend war, da er sein ganzes Leben ein schrecklicher Kettenraucher war. Heute gibt es 9 Länder, die Atomwaffen besitzen: Indien, Pakistan, China, die USA, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Israel, Russland und Nordkorea. Aber das Positive ist, dass in den letzten 80 Jahren keine weiteren Atomwaffen eingesetzt wurden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Wir sehen uns im nächsten Video.